Egal ob in Lagerhallen, Kellergewölben oder Büroräumlichkeiten, das Geschäft mit dem sogenannten Pop-up-Restaurant boomt. Gastrobetriebe also, die nur für eine beschränkte Zeit offen sind. Knapp 3 Monate beträgt seine Lebensdauer. Das Cocoon bietet Pop-up in Rheinkultur. Jeder Abend ausgebucht. Hinter dem Konzept steckt die Zürcher Werbeagentur Statement. Der Edelketerer Dine & Shine sorgt für den gastronomischen Erlebnisfaktor. Ich glaube, Gastronomie kann wirklich Spaß machen und darf auch Spaß machen. Das erlebt man hier. Es hat einen hohen Erlebnisfaktor. Ich glaube grundsätzlich, es lebt hier von der Architektur in diesem Haus und auch von der Kurzweiligkeit. Und ich glaube, das macht den fundamentalen Unterschied aus dem klassischen Restaurant. Also die Gäste hier haben 3 Monate lang die Möglichkeit, überhaupt das Ganze zu erleben. Und alle haben das Bewusstsein, dass nach 3 Monaten das Ganze wieder schließt. Und das Erlebnis ist vorbei. Wichtigster Erfolgsgarant ist sicherlich die Architektur. Eigentlich als Büro konzipiert, stand das Gebäude bisher leer. Für die Gäste ein Erlebnis, für die Gastromannschaft eine echte Herausforderung. Denn eine richtige Küche gibt es nicht im Haus. Ebene Flächen auch kaum. Letztendlich geht es um diese Location. Ist eine Herausforderung. Eckig kann jeder, rund ist besonders. Und aus diesem Grund habe ich das mal so als Herausforderung gesehen. Und letztendlich geht es hier ja um kulinarisches Entertainment und das ist meine Berufung. Deswegen bin ich da. Kulinarisch entertaining ist auch das Gästekonzept. Tavolata lautet das Zauberwort. Heißt, die Gäste werden an einem großen Tisch zusammengewürfelt und bedienen sich aus den gleichen Schüsseln. Also wir haben ja sehr, sehr gute Resonanz. Ich persönlich war auch am Anfang etwas skeptisch, da die Leute sich nicht kennen. Sie werden gezwungen, sich zu unterhalten, miteinander zu kommunizieren, sich gegenseitig die verschiedenen Speisen zu reichen. Und von dem her war es sehr interessant für uns. Aber es geht wirklich auf und die Gäste haben sehr viel Freude dran. Ja. Nebst Architektur und Tavolata-Konzept gibt es auch Kunst und Kultur. Zu später Stunde gibt es Sound vom DJ und Barbetrieb. Das Menü für den Abend kostet 95 Franken. Reservationen sind bereits nicht mehr möglich. Die Nachfrage ist zu groß. Ja, das ist natürlich, die Location ist atemberaubend, oder? Das ist etwas, was in Zürich jetzt nicht irgendwie vielfach gibt. Also architektonisch ist das ein sehr, sehr spannendes Gebäude. Und auch foodtechnisch. Also wir sind jetzt erst bei der Vorspeise gewesen, aber bis jetzt verhebt es völlig. Das ist super. Ja, also zuerst mal die Leute, sie sind auch locker drauf, man kennt sich seit Jahren. Es fühlt sich so ein bisschen, ich bin halb Italiener und es fühlt sich so ein bisschen Casa Mia, also Italien, ein bisschen daheim. Und das Konzept ist echt spannend und die Architektur natürlich vom Gebäude ist einmalig, das hat man so schnell in Zürich nicht. In einem unkonventionellen Projekt arbeiten oft auch unkonventionelle Menschen. Einer von 4 Küchenchefs ist Christopher Sakuschek. Er bekocht normalerweise die Formel-1-Entourage. Warum stellt man sich diese Aufgabe? Ja, damit es nicht langweilig wird. Die Gäste zufrieden bringen und das überall, auch im Wohnzimmer zu Hause. Also, das ist das Ziel. Und abends fahren Sie mit dem Bobbycar nach Hause? Das kann man so sagen. Ja, Zeit liegt schon tief, aber es ist noch zum Schlagen. Denn auch der Bobbycar gehört zum Erlebnis im Cocoon. Gäste dürfen sich vor dem Nachhauseweg auf Rekordjagd machen. Der steht zurzeit bei rund 38 Sekunden. Wer diesen schlagen will, das Cocoon ist noch bis zum 19. Dezember geöffnet.